So, meine Lieben, ich erzähle euch jetzt noch schnell, bevor es dunkel wird, von meinem Horrortrip, den ich erlebt habe. Und zwar ist mir morgens um 4:30 auf der B9 der Zahnriemen gerissen. Tja, es war eine schöne Überraschung. Ich habe das zuerst überhaupt nicht gemerkt, also ich habe gedacht, ist vielleicht Benzinpumpe oder ist nichts Schlimmes. Dann kam der Typ vom ADAC und sagt, oh, so hohl wie der klingt, ist der Zahnriemen gerissen, den können sie wegschmeißen. Ja. Aber Opel schmeißt man nicht weg. Er hat dann gemeint, ja, der will ihnen das Auto eh nicht reparieren, wo sie das gekauft haben. Das lohnt sich nicht. Das kostet 100 Euro extra, wenn wir den da hinschleppen und so weiter. Und ich habe den dann halt in die nächste Werkstatt. Der hat mir da gesagt, ja, ist nichts mehr zu machen, das kostet 2000 Euro. Und so weiter, hat mich dann noch angemacht. Woher kriege ich jetzt meine 60 Euro her? Das hat ja was gekostet, das Auto nachzuschauen. Ja, das fand ich alles nicht so prickelnd. Ich habe ihm dann seine 60 Euro gegeben. Und das Auto wurde dann abgeschleppt zu dem Verkäufer. Das heißt, er hat es sofort geholt, hat es mir repariert, neuen Kolben, neue Ventile. Und siehe da, es hat gar nicht viel gekostet. Und da steht er wieder. Also es gibt auch noch Leute, die sich an ihr Wort halten, die einen nicht verarschen und die einem überhaupt so ein Auto verkaufen, weil die meisten sagen ja dann einfach, nee, nur Export, machen wir nicht. Ja, also ich bin total erleichtert, ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich mein Auto zurück habe. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit mir. Und das war's für heute. Tschüss!